think I'm ready for you. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir haben Samstag, den 18. Juli und wir haben ein kurzes Wochenende und haben uns daher entschlossen, nicht allzu weit zu fahren. Wir sind jetzt hier am Wohnmobilstellplatz Gmünd, am Nationalpark heißt das, ja, ne? Ja, Eifel. War für uns eine wahnsinnig weite Anreise, sage und schreibe 73 Kilometer. Ja, aber wir haben 3 Stops haben wir gemacht unterwegs. Ja, und eine Zwischenübernachtung. Genau. Aber das ist für so ein Wochenende wirklich super gut. Die Sonne scheint, der Grill läuft schon. Ja, der läuft schon warm. Und gleich machen wir dann noch ein Fahrradtürchen, zeigen euch aber vorher noch den Stellplatz. Die Sanitäranlagen sind noch geschlossen. Der Platz kostet 10 Euro. 1 Euro pro Person Kurtaxe, heißt 12 Euro. Strom wird abgerechnet nach Kilowattstunde. 50 Cent war das, ne? Ja, genau. 50 Cent. Und sonstige Kosten? Nö, Dusche würde kosten 1,50, wenn offen wäre. Und WC 50 Cent, wenn offen wäre. Ist aber alles geschlossen. Was man auch sagen muss, hier gibt es jede Menge Wanderwege. Radwege haben wir schon gesehen. Werden wir natürlich bei so einem kurzen Wochenende nicht viel von sehen. Aber Hauptsache wir sind weg und Hauptsache wir sitzen draußen. Bis dann! Ah, lecker. Morgen! Hallo! Wir haben uns jetzt mal wieder auf die Fahrräder geschwungen und fahren vom Wohnmobilstellplatz aus zum Urftsee. Ne? Von Gmünd, ja. Ja. Richtung Vogelsang zum Urftsee. Ne? Urftsee. Hier im Hintergrund kann man auch die Urft schon sehen, wobei ein bisschen wenig Wasser drin ist, so wie es aussieht. Aber hier führt der Radweg immer schön am Wasser entlang. Durch den Wald und sind circa 8 Kilometer. 9 Kilometer, also bis Vogelsang sind 9 Kilometer. Ja, also mit links machen wir das. Ja. Mit links und mit E-Bikes. Ja, genau. Alles klar, wir sehen uns später. Ich finde den Knopf nicht. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we
can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. So, wir stehen jetzt hier auf der Urft-Staumauer und dann kann man hier oben lang gehen und hat echt eine schöne Aussicht von hier oben, ne? Ja, Wetter spielt auch mit. Ja, nicht zu warm, nicht zu kalt, ja. Also alles optimal. Und hier liegen die faulen Rentner. Oder der faule Rentner. Es ist alles ausgebucht. Die Sanitäranlage, aber durch Corona geschlossen. Aber wir haben ja alles an Bord. So kommt man auch mal zum Testen. So, hier ist die Ver- und Entsorgung für die Chemietoilette. Grauwasser. Ja, und hier ist jetzt noch das Schwimmbad, lädt aber heute nicht zum Schwimmen ein. Scheint auch geschlossen zu sein. Hier steht man doch wirklich schön. Guckt direkt hier auf die Parkanlage. Und hier ist nochmal die Entsorgungsstation. Hauptsache, wir waren mal wieder on Tour, es hat uns wieder Spaß gemacht und wir freuen uns dann aufs nächste Wochenende. Schön, dass ihr wieder dabei wart, das freut uns sehr und wie immer das Übliche, wir
Wir freuen uns auch über einen Daumen nach oben und abonniere nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.